Ich hab mal wieder Post gekriegt von einem von euch. Nicht zum ersten Mal und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Wer hat geschrieben? Geschrieben hat Manuel. Und er fragt, zeig doch mal, wie Schrauben gemacht werden. Ich habe neulich mit meinem Papa gebastelt und der wusste es auch nicht. Also Manuel, wenn du das Wort Draht hörst, denkst du sicher an sowas. Draht gibt's aber auch in dicker. Das erste Geheimnis, Schrauben werden aus Draht gemacht. Normalerweise ist er auf solchen dicken Rollen und wird dann abgewickelt. Dann läuft der Draht durch 5 solche Räder. Kannst du nicht sehen? Moment, wir gucken von der anderen Seite. Was passiert da? Der Draht wird gerade gemacht. Und wenn er gerade ist, läuft er in so ein Loch in die Maschine. Also, das sind die 5 Rollen. Gerade machen und dann in die Maschine. Und da passiert das zweite Geheimnis. Geht zu schnell? Moment, kein Problem, machen wir langsamer. Zeitlupe. Also, das zweite Geheimnis passiert hinten, nicht vorne. Nach hinten muss man gucken. Achtung, jetzt. Das ist das Gleiche, als wenn man mit einem Seitenschneider ein Stück von dem Draht abschneidet. Zweites Geheimnis, ein Stück Draht. Und dieses Stück Draht wird nach vorne gegeben. Und jetzt kommen vorne 2 Hämmer. Der erste, der haut vorne auf den Draht drauf, so. Und dann sieht er so aus. Er hat einen Wulst rundherum. Die Fachleute sagen, der Draht ist gestaucht. Und nach dem ersten Hammer kommt ein zweiter. Stauchen und jetzt kommt der zweite Hammer. Stauchen und platt machen. Stauchen und platt machen. Wenn der zweite Hammer vorne ein kleines flaches Loch drin hat, dann schlägt er flache Köpfe. Kleines flaches Loch, flache Köpfe. Wenn der Hammer vorne aber etwas anders aussieht und in dem Loch noch ein Dorn drin ist, dann schlägt er Kreuzschlitze. Dorn und anderes Loch, Kreuzschlitze. Und so werden an den Draht alle möglichen Köpfe gemacht. Runde, Sechsecke oder mit Kreuzschlitz. Kommt drauf an, wie der zweite Hammer vorne aussieht. Unsere hatte eben ein kleines flaches Loch. So. Jetzt das Ganze nochmal zusammen. Hinten abschneiden, nach vorne, vorstauchen und den Kopf an den Draht machen. Das dritte Geheimnis ist also, der Kopf von den Schrauben wird mit Hämmern dran geschlagen. Alles klar? So sieht die ganze Maschine übrigens aus und das geht natürlich auch so viel schneller, dass man es gar nicht sehen kann. Und unten fallen dann die Stücke Draht mit dem Kopf dran. Im Moment 382.263. Danach die Drahtstifte mit dem Kopf dran waschen und rasieren, weil das Öl ab muss. Dann alle in einer Reihe aufstellen und in die nächste Maschine. Da kommen die Drahtstifte mit dem Kopf angeflitzt. Und unten an der Rutsche fallen sie in eine Scheibe mit Kerben. Mehr sieht man nicht. Das eigentlich Spannende passiert unter dieser Abdeckung. Und wenn man sehen will, was da passiert, muss man die Abdeckung wegklappen und die Flüssigkeit ausschalten. Unter dieser Abdeckung ist ein Sägeblatt. Das dreht sich und die Scheibe mit den Kerben nimmt die Drahtstifte und legt sie unter das Sägeblatt. Das sägt die Schlitze in die normalen Schrauben rein. Das ist das vierte Geheimnis. Und damit das Sägeblatt nicht zu warm wird, ist diese Schmierflüssigkeit da. Dann ist der Schlitz drin. So sieht der Drahtstift dann aus. So sieht die ganze Maschine aus. Und unten fallen die gesägten Stifte in so einen Pott. Danach wieder waschen und rasieren, weil sie müssen für die nächste Maschine wieder sauber sein. Und wieder alle in einer Reihe aufstellen, diesmal mit Schlitz. Übrigens, das in einer Reihe aufstellen passiert ganz anders. Da fahren die ganzen Schrauben Karussell. Das war die einzige, wo wir reingucken konnten. Sind zwar andere Schrauben drin, aber so geht das mit allen Schrauben. Und die, die nicht in einer Reihe stehen, die werden da einfach rausgeschmissen. Die müssen dann so lange Karussell weiterfahren, bis sie schließlich in einer Reihe stehen. Und dann sieht's so aus. Und danach kommen sie in der Maschine und da passiert das fünfte Geheimnis. Das Gewinde, das eigentlich Schraubenmäßige an der Schraube. Geht wieder viel zu schnell? Moment. Das Geheimnis liegt zwischen diesen beiden Metallklötzen. Wenn man die umklappt, sieht man, dass die innen nicht glatt sind.
Wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, dass die schräge Rillen haben. Die gehen von links vorne nach rechts hinten. Wenn man diese beiden Teile jetzt nimmt, so, da sind sie, eins ist kürzer und steckt dazwischen eine Rolle Knetmasse zum Beispiel und rollt mit der linken Backe die Knetmasse an der rechten vorbei, dann walzt die in die Knetmasse ein Gewinde. Wenn man genau hinschaut, kann man es sehen. Ist kein sehr schönes, aber immerhin. Das gleiche passiert in der Maschine. Die haben wir jetzt mal mit der Hand laufen lassen und stecken jetzt da zwischen die beiden Backen eine Schraube. Natürlich hat die Maschine mehr Kraft als ich mit meinen Händen. Aber das Rollen geht genauso. Da kommt die Schraube. Achtung, ich fange sie auf und da ist das Gewinde. So geht das. Das Gewinde wird reingewalzt. In Wirklichkeit geht das so schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Man sieht überhaupt nichts. So sieht übrigens die ganze Gewinde in die Schraubenwalzmaschine aus. Danach nochmal waschen und rasieren, damit sie zum Gebrauch sauber sind. Damit ist die Schraube fertig. Und genau so werden alle möglichen Schrauben gemacht. Große, lange, dicke, dünne, alle aus Draht und so, wie du das gesehen hast, Manuel. Auch deine Schrauben im Baukasten, wenn du einen hast, sind so gemacht. Und damit du und ich das jetzt nicht wieder vergessen, nehme ich mir die Schräubchen, tu die in den Brief, damit ich immer dran denke. Damit habe ich, glaube ich, deine Frage beantwortet. Manuel, mach's gut. Tschüss.